Freunde und herzlich willkommen. Heute wollte ich ein Messer zeigen, was ich ziemlich häufig verwende. Es handelt sich hierbei um ein Messer von Wüsthof, um das sogenannte Office-Messer. Office-Messer, Moment, da brauchen wir aber die richtige Größe. Ja, das ist ein sogenanntes Office-Messer. Das habe ich relativ häufig in Verwendung. Das ist von der Firma Wüsthof Dreizack. Ja, gucken wir mal auf ein paar Einzelheiten. Es hat eine Klingenlänge von 7 cm hier mit dem Kropf. Das ist so ein, ja, Vollintegral nennt sich das, denke ich. Ist halt aus einem Stück geschmiedet. Hier sind so Kunststoffbacken drauf. Wahrscheinlich verklebt und dann hier halt vernietet, Nieten sauber runtergeschliffen. Super Handlage. Ja, für Kleinigkeiten zum ja, Apfel aushöhlen oder Knoblauch schneiden, was auch mal so für Kleinigkeiten, irgendwas einritzen etc. Stahl haben wir hier den X50 CRMUV 15. Genau wie das große Wüsthof, was ich eben im Bild hatte. Ja, und das Messer ist, also ich finde es sehr gut. Es ist gut ausbalanciert. Das Gewicht weiß ich gerade gar nicht, aber es ist nicht besonders schwer, aber es hat ein angenehmes Gewicht. Ja, es ist nicht zu leicht und nicht zu schwer. Und die Klinge ist sehr, ich sag mal, stabil für so ein kleines Messer. So hier biegt sich nichts. Und für so, wie gesagt, Kleinigkeiten. Ein Apfel schälen oder Knoblauch oder was auch immer, ist das wirklich ein Top-Messer, was ich sehr gerne benutze. Ja, ach, ganz nebenbei, ich werde nicht von Wüsthof gesponsert oder von sonstigen Firmen oder wie auch immer. Und nein, ich bin nicht Johnny Cash. Also nebenbei. Ja, wie gesagt, ein wundervolles Messer. Ich finde es sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob es das in dieser 7er Größe überhaupt noch hergestellt wird. Ich habe jetzt irgendwie gesehen, da gibt es eins mit 9 cm Klinge, aber das ist halt mit 7, das ist halt so das ja, echte, also in Klammern Office-Messer. Und dieses Office-Messer, das hat ja nichts mit dem Office, was man so denken würde, Büro. Halt Office, sondern das ist irgendwie aus dem Französischen und Office ist so eine Art Spülküche, wo man halt Lebensmittel vorbereitet, wie Salate und ja, Kartoffeln schält oder keine Ahnung, rote Beete vielleicht, I don't know. Auf jeden Fall ist dieses Messer, das ist nur meine persönliche Meinung, echt super vom Handling her und für Schneidaufgaben sämtlicher Art, ich sag mal, sehr gut zu gebrauchen. Ne? Natürlich hier irgendwie Steaks mit runterschneiden, wird schwierig mit so einem Ding. Ne? Dann hat man eher, ja, dann stückelt man das so. Ne? Aber so viel, wie gesagt, für Kleinigkeiten, wunderbar. Machen wir mal einen Größenvergleich. Hier haben wir das Wüsthof mit 20 cm Klinge. Und hier haben wir das mit 7 cm Klinge. Das ist schon Oschi, das Ding. Aber beides Top-Messer. Wie gesagt, ich werde nicht gesponsert. Das ist mein privates Eigentum. Ja, wollte ich einfach mal zeigen. Ne? Gut, danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo dalassen. Und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bye, bye.